Wir sind eigentlich heute erst nach Hause gekommen nach fast einer Woche Österreich-Tour mit ganz, ganz vielen Austestungen. Aber mein Plan ist, oder mein Plan, der mir suggeriert wird von meinem Boss da oben, der sagt einfach, mach dich bereit, gib den Menschen die Möglichkeit, dass sie aussteigen aus der Abhängigkeit. Und ich habe vorhin dieses Video für den Juli gemacht, wo es darum geht, steh zu dir, steh endlich zu dir und hör auf, dich abhängig zu machen. Lerne doch endlich deinem eigenen Gefühl zu vertrauen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich wieder eine meiner Lieblingsgeschichten weitergebe. Ich war ja ein Leben lang dieses absolute Pfützenkind. Also, wir sind sechs Kinder, ich bin die dritte. Viele, die die dritte Position angenommen haben, wissen jetzt, was ich meine. Das heißt, dieses dritte Kind zieht die Lösungen des Familiensystems richtig an. Hier geht es darum, eine Blamage sich aneignen zu dürfen. Und ich sprang von Pfütze zu Pfütze. Ich hatte zum Beispiel acht Autounfälle und ich habe es bis zum letzten Autounfall nicht gecheckt, dass es darum geht, dass ich endlich mir vertraue. Ich wollte ja das machen, was meine Familienstruktur vorgibt, aber es war nicht ich. Und irgendwann kam die Situation, ich fuhr mit dem Auto in das Gasthaus Engel, wurde ohnmächtig und irgendwann in dieser Ohnmächtigkeit saß ein Polizist neben mir und sagte, Margit, das ist deine letzte Chance. Wenn du es jetzt nicht checkst, nehmen wir dich von dieser Welt. Und dann pochte es an die Fahrertüre. Der richtige Polizist stand da und sagte, aussteigen. Und der andere, der rechts neben mir saß, war schon weg. Das war mein Einstieg in dieses große Ganze nach acht Autounfällen und wirklich großartigen Autounfällen, wo viele vielleicht gar nicht überlebt hätten. Nur Margit hat überlebt, Margit ist oder war ganz lange Zeit der Revoluzer und ich habe alles in Frage gestellt. Ich war ja 17 Jahre im Gastgewerbe. Ich habe die schönsten Seiten des Gastgewerbes erlebt und habe so mit ganz vielen Menschen diese Möglichkeit gegeben, dass ich sie begreifen wollte, dass ich sie verstehen wollte. Das war nicht nur Essen bringen, das war nicht nur dieses bedienen dürfen, sondern dieses war schon ganz eine Freundschaftsebene. Und das habe ich 17 Jahre gemacht. Und irgendwann wusste ich, okay, verändern wir. Geistige Welt kam natürlich in einer ganz subjektiven Form und sagte, bist du bereit, mit uns zu arbeiten? Und dieses mache ich jetzt seit 23 Jahren. Dieses mache ich mit einer Begeisterung, die sich kein Mensch vorstellen kann. Ob ich jetzt morgens um 1 Uhr wach werde, arbeite ich geistig. Oder 5 Uhr morgens, oder 12 Uhr mittags, oder 16 Uhr am Nachmittag. Ich arbeite immer geistig. Ich habe jetzt, das ist mein ganz großer Vorteil, einen Mann. Eigentlich unglaublich. Ich habe geheiratet. November habe ich geheiratet. Und dieser Mann hält mich aus, weil er weiß ganz genau, es gibt keinen Moment, wo ich nicht geistig arbeite. Das ist mein Privileg, noch hier zu sein. Wo ich diesen großen Autounfall hatte, ins Hotel Engel, sagte man mir, jetzt dienst du Gott. Jetzt bist du auf dieser Haltung, auf dieser Ebene, wo du den Menschen wirklich etwas weitergeben kannst, wo sie ihr eigenes Glück finden dürfen. Klingt alles sehr verrückt, aber das ist meine Wahrheit. Und somit lebe ich mein Sanskrit, das bedeutet, ich lebe meine Wahrheit. Ich bin für viele, viele Menschen nicht verständlich. Dennoch glaube ich, dass ich nicht unsympathisch rüberkomme. Also das bedeutet für mich nicht abgehoben. Also ich glaube sehr ehrlich zu sein. Aber ich habe einen Kanal. Ich habe einen sehr klaren Kanal bekommen. Und heute würde ich sagen, diese acht Autounfälle war es wert, dass ich hier hingekommen bin.
Ich weiß, dass dieses wieder einer dieser ganz komischen Videos sind. Aber schlussendlich soll ich euch sagen, dieses Video soll dich animieren. Wenn du von deinem eigenen Weg abkommst, sagt das Leben, wir bringen dich wieder auf die Spur. Mich hat es auf die Spur gebracht. Heute kann ich sagen, ich lebe ein Leben, hätte ich mir niemals vorstellen können. Ich war so unglücklich, so unglücklich. Ich habe geheiratet, habe Kinder, ich habe gearbeitet, aber ich war so unglücklich. Und heute bin ich nur glücklich. Jeder Tag seit vielen Jahren bin ich nur glücklich. Und es gibt wirklich so minimal, wenige Sequenzen, wo ich nicht glücklich bin. Sie sagen, animiere Menschen, dass sie es genauso hervorholen sollen. Glaube an dein Glück. Wir haben jetzt 1. Juli. Glaube, dass du die Möglichkeit hast, dein Glück jetzt hervorzuholen. Ich darf dir jetzt einen geistigen Vertrag geben. Den gebe ich dir jetzt in die Hände. Wenn du ihn annimmst, dann bekommst du die Anleitung für dein Glück bereit. Mami, siehst du die Fliege? Machen wir das Ding fest. Und das ist wirklich einer dieser komischen Videos. Aber funktionieren wird es. Ich wünschte mir, du wärst bei Salzburg dabei. Ich wünsche mir, du würdest erkennen, dass Salzburg, dieses zweitägige Seminar, dich in eine Liga hinein, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Überlege es nochmal, komm vorbei, sei dabei. Dieses wird sicher das Größte, was ich persönlich, vielleicht auch du, jemals erleben wirst. Okay, somit habe ich alles gesagt und ich danke dir. Danke.